Moin, liebe Sportfreundin. Herzlich willkommen zu Werners Sportstudio, direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Oh, I love you more than words can say. Yo, yo, ladies and gentlemen, it's your boy again, Shady Shader, one and only, guys. It's been Shady Shader and Ziga. Today, guys, we are going to check out Mo Werner, no, Werner Beinhardt, okay? You guys asked me to check out Football Spiel. So today, we're going to check out Football Spiel, which is a football game. Bescheid! 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 Okay. Looks like a quiet, peaceful day. The bird chirping. Okay. A drunkard. Into his puke. What kind of powerful gust of wind has this guy got in his mouth? Ceramic. What kind of teeth has that guy got? Moin, moin, liebe Sportfreundin! Herzlich willkommen zu Werners Sportstudio, direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Lost Im heutigen Spitzenspiel der Oberliga Nord begegnen sich bei bestem Fußballwetter der erste FC Süderbrarup und der Gastgeber Holstein Kiel. Okay. Es herrscht eine Bombenstimmung. Circa 63.664 Zuschauer wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Beide Mannschaften befinden sich in Bestform. Ach, und da sehe ich schon die Schiedsrichter. Helmut, laut Paragraph 35z Römisch 2 der Dienstamtsvorschrift haben wir vor Betreten größerer Menschenansammlungen die ordnungsgemäße Funktion unserer Dienstpfeifen zu überprüfen. Hier, der bei den Spielern gefürchtete Helmut Hochbein, der nicht lange zögert, einen Platzverweis zu erteilen. If I understand clearly, I did the two teams he was referring to. Okay, I'm trying to understand the whole story. ...zögert, einen Platzverweis zu erteilen. Beim letzten Pokalendspiel zückte er ohne Vorwarnung die Karte, als ein Torwart sein Tor mit 400er Ütongstein dichtmauerte. In Fachkreisen wird er auch der rote Helmut genannt. The Red Helmut. Schiedsrichter überprüfen noch ein letztes Mal den korrekten Sitz ihrer Kleidung. Bis zum Anpfiff kann das nur nicht mehr lange dauern. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Ja... Jetzt ist es soweit. Schiedsrichter Helmut Hochbein setzt zum Anpfiff an. Es scheint Probleme zu geben. Ich kann nicht genau erkennen, was das ist. Okay. Aha, der Schiedsrichter hat Rohrverstopfung. Wir nutzen diese Verzögerung und überprüfen noch einmal den Luftdruck des Balls. Zweiter Versuch, Bruno Koslowski. Anpfiff. Jawohl, meine lieben Zuschauer. Der Ball ist freigegeben. Anstoß von Süderbrarup mit einem Gewaltschuss von Jens Jensen. Kopfball von Petersen. Abgewehrt. Kopfballduell im Mittelfeld. Wer springt höher? Natürlich Langmann. Flanke zu Bernie Blindmann, der Mann mit dem Durchblick, der Dribbelkönig der Holstein-Elf. Kommst du Bernie Blindmann? Der Geil mit dem... Bernie Blindmann. Gewaltschuss von Jens Jensen. Kopfball von Petersen. Abgewehrt. Kopfballduell im Mittelfeld. Wer springt höher? Natürlich Langmann. Flanke zu Bernie Blindmann. Der Mann mit dem Durchblick, der Dribbelkönig der Holstein-Elf. Ein Zauberer vor den Herren. Ja, meine Damen und Herren, hier sieht man mal wieder, der Teamchef der Kieler hat einen guten Riecher bewiesen. Für eine Kiste Sprotten von Inter Mailand weg. Nun sehen Sie sich das an. From Inter Milan. Zauberer vor den Herren. Ja, meine Damen und Herren, hier sieht man mal wieder, der Teamchef der Kieler hat einen guten Riecher bewiesen. Für eine Kiste Sprotten von Inter Mailand weg. Nun sehen Sie sich das an. Keine Sprotte zu viel, würde ich sagen. What aber die Abwehr von Süderbrarup ist auf Zack. Gewaltschuss von Hüten kriegt über den ganzen Platz und Achtung! Tor! Tor! Unhaltbar! Tor!
1:0 für Süderbrarup. Unhaltbar für den Kieler Torwart Klaus Löhrer. Der aber reklamiert auf Abseits. Sollte dieser wunderschöne Treffer etwa ungültig sein? Nein, die Unparteiischen bleiben hart. Was macht der Ball zwischen meinen Flanken? Anstoß Kruse. Hand spielt im Strafraum des ersten FC Süderbrarup. Wer macht hier solchen Unsinn? Ganz klar, der Schiedsrichter gibt 11 Meter. Eckhardt, komm du! Wir müssen bei Hansens die Heizung ausmieten. Schutzputsch! Tor! Es ist unglaublich. Jawohl, eiskalt verwandelt. Das ist der Ausgleich für die Kieler. 1-1. Der Torwart von Süderbrarup ist offensichtlich sauer. Oha. Oh, hauer. Das wird ein heißes Spiel. He was so pissed off that the egg got cooked by the heat of his anger. Oh, hauer. Das wird ein heißes Spiel. No. It was a secret. The secret and the egg went in his mouth and it cooked up. Der Ball ist verhaftet! Böses Foul von Keeper Kalkei. Hier war er doch eben noch. Nanu, was macht denn der Schiedsrichter? Er kann sich nicht für den richtigen Ball entscheiden. Es herrscht große Unruhe im Stadion. Es ist hier sozusagen der Luzifer-Los. Das gibt Ärger. Verdammt nochmal, wo ist denn der Ball? Es scheint Unstimmigkeiten zu geben. Ah, da ist er ja. Finger weg! Der Schiedsrichter diskutiert mit dem Kieler Platzwart. Proteste in der Westkurve. Milo, ich hab alles vorhanden. Ich such noch schöne Melonen. Nice Melons. Wunderschöne Wassermelonen. Mit schwarzen Punkten. Ich hab merkwürdig. Der Gutachter erricht sich über den Ballzustand. Hä? Schon? Das erzählen Sie besser den da. Anstoß Süderbrarup, abgewehrt von Kantvoll. Van der Hülk wird getunnelt. Doch jetzt konterstark die Süderbrarup-Baraner mit Tortenhuber im Ballbesitz. Brettstark, wie diese Mannschaft vor dem Strafraum des Gegners agiert. Und da ein klassischer Bodenquetscher. Was machen denn die Kieler? This is war. Landsparade. Die Stütze in der Abwehr von Holzbein Kiel, Torwart Klaus Löhrer. Großartig. Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Nachschuss. Pfosten. Schwein gehabt, aber der Ball bleibt gefährlich. Immer noch Zittermann. Peilt den Ball an. Jetzt will er es wissen. Erneut Fallrückzieher. Traumhaft und... Desaster. Scheint ihm aber nicht zu gelingen. Die Kieler sind offensichtlich verärgert. Super, sind wir hier auf dem Fußballplatz oder was? Anstoß für Kiel. Wieder Kruse. Weit. Brettschneider nagelt die Kugel gnadenlos an die Latte. Inlet-Kopfball von Karl Tüffelmeier. Aber da die Kieler wieder ganz auf der Latte. Schöner. Meine Damen und Herren. Blindmann. Granate. Einige Spieler sind mit dem Urteil der Unparteiischen offensichtlich nicht einverstanden. Da ist er ja! Der Hühnerschrecke! Dichtweg und ein gespitzter Bodenstamm! Schiedsrichter Kozlowski versucht die aufgebrachten Spieler zu beruhigen. Aber es scheint ihm nicht besonders zu gelingen. Das Stadion verwandelt sich in einen Hexenkessel. Immer mehr Spieler versuchen sich im Freistil catchen. Hier hält es niemand mehr auf den Sitzen. Yo! Lucky that not me someone! Drischt den Ball noch einmal wütend über den Platz. Achtung, ist der Ball ist in einer unkontrollierten Gefahrenzone gelandet. Der Ball ist im Imbiss auf die heiße Pfanne gefallen. Er wird größer und größer. Er explodiert. Der ganze Markt ist verwüstet. Polizist Bruno hängt pfeifend am Laternenmast. Der Geflügelmann hämmert unten dagegen und will ihm ans Leder. Da, der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Tja, Leute. Sieht schlecht aus mit der zweiten Halbzeit. Die Umkleidekabinen stehen in Flammen, das Tor ist im Eine. Die Kieler haben das auf den Schiedsrichter abgesehen. Im Großen und Ganzen aber ein schönes Spiel. Nicht ganz fair, aber fein. Ich freue mich schon auf Sonnabend, wenn ich Ihnen die zweite Halbzeit präsentieren kann. Bis denn dann. Wir schalten zurück in die Sendezentrale zum Zentralsender.
Disaster. Disaster. All one drunkard's fault. Werner started the whole trouble. But brilliant. Brilliant. Absolutely brilliant. I said brilliant. Absolutely brilliant. For me, my best player is Mr. Blindman. He's got the magic. He's got skills. He uses a sixth sense. Basically, he's the Messi there. Yeah, or Ronaldo Gaucho. Yeah, the Brazilian one. Yeah. But anyway, guys, anyway, interesting one. Thank you very much for recommending me to check this one out. I've checked it out. It is crazy. It is just crazy. Guys, more to come. See you soon. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines in my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shines in my way.